Nun denn, liebe Freunde, ich würde vorschlagen, wir verschwinden aus diesem trostlosen und sehr schaurigen Ruinenland mit Schüttlingen. Auch wenn es hier laut Liste noch einen weiteren Mond gibt, hier unten die Nummer 5, allerdings kann ich den nicht bekommen, denn der befindet sich wieder einmal in so einem komischen Metallblock, der da unten ein bisschen fies versteckt ist. Seht ihr, da unten. Da ist irgendwo der Block davor. Den kann ich ja noch nicht kaputt machen. Aber ich war dafür nochmal nach dem Kampf gegen den Drachen, der da immer noch seine Flügel ausgebreitet hat und der gesagt hat, dass er jetzt müde ist, konnte ich noch in einen mit einer Rakete in einen 2D-Abschnitt fliegen und habe da zuerst einen und beim Zurückkehren dann noch einen zweiten Mond gefunden und naja, mehr gibt es hier nicht. Wir können die Odyssey wieder reparieren und können endlich weiter ins nächste Land und das scheint ja bereits Bowsers Land zu sein. Das war jetzt eine ziemlich unerwünschte Unterbrechung, aber hey, immerhin haben wir das Schiff repariert, also halb so wild. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, seitlicher Salto. Dreh dich schnell in die gegensätzliche Richtung, spring, um einen seitlichen Salto zu vollführen. So nutzt du den Remtempo, um seitwärts hoch in die Luft zu springen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, vor uns liegt Bowsers Land. Architektur? Statuen? Bowsers Festung? Der hat eine eigene Festung? Wir müssen meine Schwester und Prinzessin Peach unbedingt helfen. Wow, es ist unausweichlich. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Na, hier sieht's vielleicht aus. Total asiatisch angehaucht. Das sieht Bowser gar nicht ähnlich. Seit wann hat der ein Faible für sowas? Wir sind tatsächlich in Bowsers Land. Eine wohlbewährte Festung inmitten glühender Wolken. Bowsers Festung, eine Festung erhebt sich gen Himmel. Dichte Mitteltopographie weitläufig, einheimische Treppengrauser. Währung Toban-förmig, Industrie Hanafuda-Karten, Temperatur durchschnittlich 26 Grad Celsius. Natürlich, Hanafuda-Karten, das ist das, was Nintendo hergestellt und verkauft hat, bevor sie überhaupt Videospiele gemacht haben. Nintendo gibt es ja schon seit 1800 irgendwas. Die sind wesentlich älter, als man glaubt, und die haben damals Hanafuda-Spielkarten verscherbelt. Also hergestellt, verkauft, ne, damit Handel getrieben. Und Toban, das sind alte japanische Goldmünzen, diese flachen, länglichen. Mauzi trägt sowas auf dem Kopf, damit ihr wisst, wie das aussieht. So, Holzstempel zum Draufklettern, Architektur so schön wie die Landschaft, exquisite Dachdeckkunst. Die Architektur dieses Landes ist einzigartig. Die Dächer sind aus schweren, geschichteten Ziegeln, die sich keinen Millimeter bewegen, selbst wenn man auf ihnen läuft. Sie verleihen diesem Land außerdem eine gewisse Einheitlichkeit, welche die Schönheit der Festung zusätzlich unterstreicht. Auch wenn man sich über die Dächer hinweg fortbewegen kann, so liegt diese Festung doch hoch oben im Himmel und ein Sturz aus dieser Höhe wäre fatal. Ja, durchaus. Holzstempel zum Draufklettern. Schaurige Torwächter. Obacht vor den Treppengrausern, die dieses Land bewachen. Bemerken Sie einen Eindringling, lassen Sie Ihren mächtigen Holzstempel auf ihn hinabsausen. Ihre Beharrlichkeit und Ihr Pflichtbewusstsein sind bewundernswert. Zeugen Ihrer Hartnäckigkeit sind die Namen in Ihren Gesichtern.
Schießschaden. Ursprüngliche Öffnungen, die die Verteidiger der Festung Pfeile schießen konnten, kommen heute wohl aus den höchsten Schlangen herausgekrochen. Schlangen, pfui. Ich hasse Schlangen. Statuen als Hofwächter. Der Festungsturm setzt die innere Zitadelle besonders in Szene, deren Tor von furchteinflößenden Statuen bewacht wird. Die Statuen sind von den Göttern der Winde und des Donners inspiriert und somit auch optisch perfekt für eine Himmelsfestung. Da Bowser, der Herrscher über dieses Land, sein Konterfei beigesteuert hat, dienen sie als Warnung für Feinde. Ob Statue oder Turm, allemal überragend. Ah, das ist voll geil, das sind Fujin und Raijin. Also Fujin hier, der japanische mythologische Windgott, und Raijin eben der Donnergott. Ziemlich cool gemacht. Und die werden meistens immer so dargestellt. Also Raijin eben mit diesen Blitztrommeln auf seinem Rücken. Und Fujin mit so einem, was weiß ich, was das sein soll, so eine Art, naja, Schal ist das auch nicht wirklich, so ein Ding halt, ne? So ein Stück Stoff. Wegen dem Wind und so. So beeindruckend befestigt. Die innere Zitadelle ist von mittlerem und äußerem Hof umgeben. Kanonen sichern den mittleren Hof gegen eingefallene Feinde. Die dazugehörigen Kugeln rollen umher und Besucher kommen beim Versuch, ihn auszuweichen, oft zu Fall. Den Legenden nach soll manch einer es geschafft haben, sie mit Speeren abzuwehren. Doch Abstand halten ist immer noch der beste Schutz. Vor sie rollen Kanonenkugeln. Was haben wir sonst noch? Eine Oase der Ruhe. Statuen Jitsu genannt in einer Reihe. Dieser elegante Garten steht in krassen Kontrast zur Portalanwegung dieses Landes. Hier kannst du deine Strapazen für eine Weile vergessen. Souvenirs findest du hier auch. Das Reiseland in drei Punkten. Schleicht dich besser leise an den grollenden Treppenkrausern vorbei. Achte am besten nicht auf die unheilvollen, doch schönen Wolken. Hüte dich vor den Fallen, die deiner Reise an ihres Ende bereiten wollen. Haha, ja, ja. Alles klar. Crazy Cap gibt's irgendwo da hinten auch. Und ja, ist okay. Sieht ja sehr interessant hier aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es mal eine Bowser-Welt gibt, die, ja, die asiatisch angehaucht ist. Das ist echt mal was Neues. Gefällt mir sehr gut. Und die Musik klingt auch toll. Ja, natürlich. Die ganzen Goombas tragen jetzt auch diese komischen Kopfbedeckungen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt. Das hat sich auch einen eigenen Namen. Muss ich mir hier irgendwie vielleicht einen Goomba-Turm basteln? Ich meine, warte mal, wie viele... 45 und die Mode hier sind rot. Na, das passt gut zu Bowser. Es gibt 45 Baumode im Bowserland. Das ist natürlich ganz schön viel. So, ich wollte nur kurz gucken, ist hier oben vielleicht schon mal irgendein Secret? Vielleicht direkt auf dem Tor oben drauf. Ah, seht mal. Seht ihr, das sind jetzt diese Koban-Münzen. Die sehen eben genauso aus. Natürlich in echt aus Gold. Hier sind sie halt lila. Und Mauzi ist bekannt dafür, sowas auf seiner Stirn zu tragen. Weil das eben alte japanische Goldmünzen sind, aus was weiß ich welchem Jahrhundert die stammen. Die sind schon richtig antik, aber damals hat die Währung in Japan halt so ausgesehen. Bevor das normale Münzgeld kam, ich meine, das waren ja auch schon Münzen, aber halt eben anders. Und apropos Münzen, was haben wir denn hier? Ja, die Wolken sehen aber echt geil aus, richtig schön bunt. Grün und blau und rosa und rot. Schon eine geile Sache, so. Warum hier so viele Goombas sind, keine Ahnung. Aber warte mal, ich kann hier noch um die Ecke gehen. Was ist hier? Aha, was haben wir denn da? Ach so, okay, Moment. Ups, genau das wollte ich jetzt gerade nicht. Wenn, ich habe es mir damit jetzt versaut. Ich brauche 10 Goombas, um den Schalter zu drücken. Dann sind die hier doch nicht umsonst. Mann, jetzt... Warte mal, jetzt muss ich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und fick deine Mutter! Nur weil ich auf den einen... Ich bin schon wieder auf den einen Scheiß-Kack-Gummer draufgesprungen, obwohl ich das nicht wollte, ja, weißt du? Na Moment, wir können das hier resetten. Ich gehe einfach in die Odyssey kurz rein und wieder raus. Und dann sind die ja wieder da, ne? So. Jetzt müssen die ja wieder da sein. Also alle 10. Das ist zumindest ein kleiner Trick, den man machen kann, wenn man aus Versehen einen Gegner besiegt oder sowas, was man gar nicht will. Dann kann man das auch so machen. Also 1, 2, 3. Und 4 und 5 und 6. Und 7 und 8 und 9. Und hier ist jetzt noch der 10. Trottel. So. Ein Wunder, dass wir nicht umfallen. So, was macht das? Es lässt da oben einen Mond auftauchen. Einfach so. Okay.
danke fürs Mitnehmen und ein Mond für dich. Gummerturm über der Mauer. Habe ich ja doch noch bekommen. So. Ich finde es cool, rote Monde hatten wir bis jetzt eh noch nicht und ich finde zu Bosses-Land passt das eh ganz gut, die Farbe Rot, wegen Feuer und so und Orange Monde hatten wir schon. So, rüber geht's, über die Stromleitung. So, Außenhof, Vorderseite gleich mal gespeichert mit einer neue Gegnerart, die ich auch kontrollieren kann. Pieksen und springen. Ah, warte mal. Der kann... Das ist ja... Oh, cool. Schnipsen. Ja, das ist ja geil. Das ist wie so ein... Ja, wie so ein Specht halt, der sich die so fest... pieksen, haken kann. Ah, Moment. Was haben wir denn da? Die sehen aber echt witzig aus. So. 100 gibt es hier vor allem wieder. 100 lila Toba-Münzen. Und... Warum ist da hinten auch so ein Vieh? Ach so, na klar. Voll billig. Ein Mond für dich hinter der großen Mauer. Ist ja, manche Verstecke sind so dermaßen lächerlich und andere denkt man sich wieder, wow, wie soll man darauf kommen, ne? Es ist halt... Ich bin immer noch so... Oh, wie ich das erfahren habe, eben, dass es 999 Monde gibt, da ist mir erstmal der Atem gestockt. 999. No kidding, ja? Kein Witz. Ist wirklich so. Das ist mittlerweile schon bekannt. 999 Power-Mode im ganzen Spiel. Leckt mich fett. Das ist echt extrem. Und jetzt sind wir bei der Rückseite des Außenhofes. Und aha. Da haben wir gleich mal einen Notenschlüssel und ich will nicht auf den Stachel draufspringen, aber der lässt mich nicht in Ruhe. So. Verbiss dich, du Schwein. So, was müssen wir jetzt hier tun? Ach du Scheiße, na klar. Und das war total easy. Und noch ein Mond für mich. Notenjagd zwischen Stachis. Das war ja gar nicht mal so schwer. So, und jetzt haben wir hier so einen Holzstempeltypen. Ja, ich kann doch einfach an den vorbei. Was für ein Depp. Achso, Moment. Ich muss ihn besiegen. Ich muss ihn irgendwie besiegen. So. Was war das denn jetzt für ein Todesschrei? Jo! Alles typisch Japan hier, ne? Oh weia, jetzt heißt es also cleverer Bombeneinsatz. Weil ich bin nicht clever genug dafür. Ich finde wirklich die Abwechslung hier vom Design einer Bowser-Welt echt toll. Also sowas hat es echt noch nicht gegeben. Normalerweise immer alles voll mit Lava und halt eine normale Festung, wie man es so gewohnt ist aus anderen Spielen. Aber... asiatisch und Bowser zusammen, das ist echt mal was Neues. Finde ich echt toll. Das ist eine gelungene Abwechslung. Gefällt mir sehr gut. Und die Musik passt auch wunderbar so. Ist vielleicht auf dem anderen Dach auch noch was versteckt. Ich will hier alles untersuchen, wenn das irgendwie geht. Autsch. Und zwar ohne mir weh zu tun, wenn es geht, Mario. Bitte, danke. Aha. Achso, ne, Blödsinn. War das von vorher? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Ne, das war ja das von vorhin. Okay, ne, dann ist hier nichts mehr. Aber hier ist nochmal was, seht ihr? Hier ist noch was. Wie kriege ich die ohne runterzufallen? Hä, wie soll ich das denn jetzt machen?
Nee. Das geht doch gar nicht. Hey, wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, ja, hier. Okay, ich hab sie. Auch wenn ich jetzt abstürze. Sie werden ja sowieso gesperrt. Ah! Wie soll man das da sonst machen, du Idiot? Geht doch nicht anders. Muss man sich aber mal in den Tod stürzen. Kamikaze-Sprung. So. Egal. Jetzt, na klar, der ist auch wieder da. Aber das Tor ist schon offen. Ich kann eigentlich jetzt hinter ihm vorbeigehen. Tschüss, du Trottel. Ich hab den Mond schon. Kannst mich mal. Ja, keine Ahnung, wie ich die jetzt anders hätte bekommen sollen, ohne da runterzufallen. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch völlig schnurz. Oh, da sind noch ganz viele. So, Mittelhof. Und da haben wir gleich mal ein... Boom. Ein Mondstück. Und da ist auch eins. Diese Stacheln sind immer ganz schön aufdringlich. Lasst mich doch in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ich will hier nur ein bisschen gucken. So, warte mal. Ich wollte hier eigentlich so... Genau sowas wollte ich probieren. Aber da komme ich auch nicht rauf. Falls überhaupt irgendwas ist. Klar, doch. Da oben sind auch nochmal lila Münzen. So, na, das ist ja leicht. Wenn ich in einer Linie bin, einfach Käppi werfen, das geht. Ja, aber das vorhin, das ging nicht. So. Okay. Toll. Wie komme ich jetzt von hier wieder weg? Achso, ich kann... Achso. Ich kann das Feuer auch einfach löschen. Geht das wieder an nach einer Zeit? Hm, ich glaube nicht. So, wie kann ich jetzt die... Wahrscheinlich kann ich die mit der... Ach so. Aua. Warum bist du eigentlich hier, du komisches Vieh? Kann ich mit irgendwas... Kann ich die da rüber bouncen? Ach so, machen wir das. Okay. Da brauche ich das Vieh da sogar. Tschu, 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 tschu. Tschu, 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 tschu. Zack, 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 zack. So, ich mache hier erstmal alles kaputt. Vielleicht ist da noch irgendwo was drin. Oder auch nicht. Ah, Moment. So, passt. Okay. Achso, na klar. Kann ich ja hier wieder... Ups. Und zwei Mondstücke fehlen noch. Autsch. Okay, das ist jetzt ein bisschen fies. So, warte mal, hier bin ich jetzt in Sicherheit, oder? Warte. Ups. So haben wir nicht gewettet, Spiel. So haben wir nicht gewettet. Warum sind da unten Münzen? Da unten sind drei normale Münzen. Wie soll... Ernsthaft? Aber vielleicht auch nur mit dem Vogel. Garantiert mit dem Vogel. Ja, weil sonst kriege ich hier auch das Tor gar nicht auf. Ah, und da ist doch was drunter. Ich sehe es doch. So. Das vierte Mondstück. Aber wo ist jetzt das fünfte? Dann haust du ab. Hier noch was. Achso. Moment mal, da ist er doch. Da ist was. Da ist es. Und ich hab's. Alles klar. Nur kurz gucken, ob hier noch was versteckt ist. Ne, hier sind nur ein Haufen Spatzen. Ah, da unten. Da unten. Da brauche ich auch wieder so einen blöden Vogel. Er sagt nicht, ich muss hier... Alter, nee. Ich muss jetzt hier die ganze Mauer so lang hüpfen, so ganz komisch. Ich schnapp mir erstmal den Mond, ja.
Natürlich, jetzt also auch noch die Brutals. Haben wir schon gefragt, wo die stecken. Die sind also irgendwo da hinten. Fungieren sicher noch als so eine Art Zwischenboss. Vielleicht muss ich gegen alle kämpfen. Das würde irgendwie am meisten Sinn machen. So, also ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich hier so... Ups. Anders kriege ich die ja nicht, ne? Ein bisschen tricky, aber es klappt. Habe ich also dann doch noch bekommen. Ich frage mich nur, was kann ich hier bitte für Outfits kaufen? Ich meine, da vorne habe ich ja noch irgendwo, laut Karte muss ich irgendwo noch so ein Shop sein, wo ich mir noch was kaufen kann. Aber jetzt wäre es dann bald Zeit, wieder den Part zu beenden. Und okay, Moment. Wo ist das Vögelchen? Wo ist das Vögelchen? Da ist noch was. Da oben. Wir wollen auch da unten, aber das sind nur normale Münzen. Obwohl das so aussieht, das könnte da unten noch was ganz anderes sein. Und ich glaube, das ist sogar so. Moment. Es gibt also noch mehr zu entdecken. Erstmal hier rauf. So, schwupps. Und haps. Also sogar ins Dach kann ich mich auch reinpieksen. Okay, aber... Brauche ich das überhaupt? Muss ich das so... Achso, hier! Rückwärts. Moment, halt! Nochmal! Hier hinten geht's rauf. Die Rückseite ist der Schlüssel. So, hier haben wir nochmal 4 Lila-Münzen. Koba-Münzen. Gerade mal 33 von 100. So, und jetzt muss da unten, da ist fix irgendwas. Guck dir da... Das sieht man doch, dass es da hingeht. Irgendwo... Okay, ja, doch, da sind... Leck mich. Da sind lila Münzen, ich wusste es doch. Ja, aber ich habe wenigstens wieder über 1000 normale Münzen. So. Muss ich mir nochmal kurz ausleihen. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Der Fehler war, dass ich jetzt natürlich nicht hier angefangen habe, sondern irgendwo da drüben. So. Kann ich einfach irgendwie... Nee, man muss wirklich so... Ganz komisch, aber das sieht man das! Das wollte ich nicht. Durchfall. Was war das denn? Warum hast du losgelassen, du blödes Federvieh? Was sollte das? Das wollte ich nicht. Warum machen die immer irgendwas, was ich gar nicht will? Du sollst doch einfach nur darüber. Einfach nur darüber, ne? Weißt du, einfach nur hier so rüber. So. Ja, genau so. Genau so. Genau so. Okay, hier sind sogar noch... Ja. Es reicht. Ich glaube, da ist kein Mond mehr. Das wäre ein bisschen eigenartig. Das war jetzt nur wegen den lila Münzen. Ah, jetzt bin ich wieder unter 1000. Haben wir das Sieg gemacht, meiner Kujun? Da ist nichts mehr. Komm. Da ist nichts mehr. So. Leute. Was ist jetzt eigentlich, wenn... Wenn die Brutals schon kommen, wenn ich darauf sause. Das sieht sehr verdächtig aus. Ich werde jetzt ausnahmsweise mal über hier den Part beenden. Und aha! Aha! Was ist das denn hier oben schon wieder für ein fieses Stück? Den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Ein Mond für dich seitwärts auf das Festungstor. Ist klar. Einfach so. Wenn du nicht genau guckst, dann du, das ist irre. Hier sind auch mal lila Münzen. Wer hat denn den Mond dahin getan? Welcher fiese Level-Designer, ha? Ich meine, gut, so fies versteckt war das auch nicht. Ich habe ihn ja zum Glück noch gesehen. Aber okay. Ich hoffe wirklich, dass da unten noch nichts mehr war, aber ich glaube nicht. Ja, ich werde einfach hier den Part beenden. Schön hier auf dem Dach. Da hat man eine geile Aussicht. So. Also Leute, bis zum nächsten Mal, da treten wir dann den Brutals in den Hintern, wenn es sein muss, auch der ganzen Sippe, der ganzen Hasensippschaft. Und dann bleibt doch wahrscheinlich eh nur noch mit Bowser selber übrig. Also, bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Super Mario Odyssey. Tschüss!